Mittlerweile geben die Deutschen über 7 Milliarden Euro jährlich für Bioprodukte aus. Trotzdem sinkt die Zahl der regionalen Biobauern. Viele der Biobauern wechseln sogar zurück zur konventionellen Produktion. Nicole Priskitsch hat einen voll überzeugten Biobauern besucht, für den eine Abkehr von Bio undenkbar ist. Ein Wohlfühlprogramm der besonderen Art. Diese Tiere in Lindlar bei Köln genießen sichtlich, was ihnen geboten wird. Der Bräuner Hof, auf dem sie leben, ist ein sogenannter Demeterhof. Solche Betriebe erfüllen noch strengere Auflagen als herkömmliche Biobauern. Höfe wie dieser sind aber die Ausnahme. Nur 5% der Landwirte in NRW produzieren Bio. Hadi Burgma war früher einmal konventioneller Bauer, bis er merkte, dass ihm das Wohlergehen seiner Tiere wichtiger war als der höchstmögliche Ertrag. Zur Umstellung hat ihn die Erfahrung anderer Biobauern bewegt. Diese Ergebnisse aus der Landwirtschaft, die waren halt manchmal besser als meine Ergebnisse. Wenn man Futteruntersuchungen gemacht hat, habe ich gedacht, hallo, wie geht denn das? Und da ich halt auch sehr ehrgeizig war, ich denke, hallo, ist das vielleicht die Lösung? Aus tiefster Überzeugung muss ich heute sagen, also ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen, als diese Richtung konsequent weiter zu verfolgen und darüber zu reden. Doch nicht jeder Bauer setzt langfristig auf Bio. Fast 100 Landwirte allein in NRW haben seit 2012 dem Bioanbau wieder den Rücken gekehrt. Nur rund 60 Bauern nutzten Fördergelder der EU, um auf Bio umzustellen. Erstmals gibt es mehr Rückumsteller als neue Biobetriebe. Burgma glaubt, dass diesen Umkehrern der Profit am wichtigsten ist. Als Bauer ist für mich, das kommt danach erst. Also, und wenn ich was mache, wo ich von überzeugt bin, das ist meins, das ist meine Berufung, dann glaube ich, dann stellt sich der Erfolg auch ein. Auch Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW sagt, dass Geld ein wichtiger Faktor ist. Außer der Überzeugung, dass ich das Richtige tue, muss ich eben auch noch ein anständiges Unternehmensergebnis erzielen. Und dafür reicht die Überzeugung alleine nicht. Dafür muss ich hohe Qualität produzieren, ausreichende Erträge und muss Marktpartner finden, die mir meine Ware abnehmen. Mit seinem kleinen Milchbetrieb hat Hadi Burgma genau das geschafft. Die Milch seiner Kühe hat eine hohe Qualität und er ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Nicht zuletzt, weil ihn die EU bei der Umstellung finanziell unterstützt, mit rund 30.000 Euro jährlich. Mittlerweile hat er sein Angebot erweitert, zum Beispiel um einen kleinen Streichelzoo, eine Naturheilpraxis und bald auch den Anbau von Obst und Gemüse. Da gibt es kein Zurück mehr, weil wir da einfach absolut von überzeugt sind, dass das im Gottes Schöpfungsplan ist, so natürlich als möglich mit der Natur im Einklang zu leben und zu arbeiten. Und das erfüllt mich außerordentlich. Und ich kriege das Feedback halt auch vielen, die hier auf dem Hof freiwillig mitarbeiten. Und das ist einfach schön, einfach nur schön. Damit noch mehr Landwirte wie Hadi Burgma auf Ökolandbau umsteigen, will die NRW-Landesregierung neue Anreize schaffen. In den nächsten Wochen plant sie, die verstärkten Fördersätze für 2015 vorzustellen. Dann wagen vielleicht noch mehr Bauern den Schritt in den biologischen Anbau, hofft Burgma. Für ihn steht aber schon jetzt fest: einmal Bio, immer Bio.